Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Körperstiftung zu unserer heutigen Veranstaltung im Körperforum, die wir gemeinsam mit dem Spiegel durchführen und die den schlichten Titel trägt: Zeitzeugen. Wir erinnern mit dem heutigen Abend an ein besonders dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, an das, was Historiker mit dem Begriff Zivilisationsbruch bezeichnet haben. Der millionenfache Mord an den Juden während des Nationalsozialismus, an den Sinti und Roma, den Homosexuellen, den Behinderten und den politisch Verfolgten. All jenen, die die Nazis aus ideologischen Gründen für lebensunwert erklärten und umgebracht haben. Heute vor 70 Jahren, auf den Tag genau am 21. April 1945, überschritten erste sowjetische Einheiten die Stadtgrenze zu Berlin. Sie leiteten die Schlussphase eines verbrecherischen Krieges ein, mit dem die Nazis Europa und die Welt unterwerfen wollten. Während ihres Vormarsches auf Berlin offenbarte sich den alliierten Soldaten im Winter 1944 und Frühjahr 1945 ein Bild des Grauens. Hunderttausende von Opfern und Überlebenden in über 20 Stammlagern und weit über 1000 angeschlossenen Außenlagern, in denen das nationalsozialistische Regime Menschen gefoltert, zur Zwangsarbeit eingesetzt und ermordet hatte. Der Name Auschwitz wurde zum Synonym für diese Verbrechen und insbesondere für die Shoah, die Vernichtung der europäischen Juden. Allein in Auschwitz und seinen angeschlossenen Lagern, dem Arbeitslager Monowitz und dem Vernichtungslager Birkenau, starben über 1.100.000 Menschen. 70 Jahre nach der Befreiung hat der Spiegel in diesem Jahr 19 Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz aufgesucht und sie darum gebeten, ihre Geschichte zu erzählen. Sie werden den Spiegeltitel im Januar wahrgenommen haben. Die projizierten Titelbilder draußen im Foyer zeigen Porträts der Zeugen. Man könnte die Veranstaltung heute Abend auch unter das Motto stellen: Fragt uns, wir sind die Letzten. Wir sind sehr dankbar und empfinden es als große Ehre, heute Abend eine dieser Letzten, dieser Überlebenden hier unter uns zu wissen und als unser Gast begrüßen zu können. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen, Frau Renate Habrecht. Wie vermittelt man den in Worten und Zahlen nur schwer beschreibbaren Völkermord? Die Überlebenden waren und sind hierbei zentral. Unser Wissen von der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist maßgeblich geprägt von der Perspektive derjenigen, die diese Vergangenheit erlitten und erlebt haben. Aus unserer eigenen Arbeit in der Körperstiftung wissen wir, gerade für junge Leute ist und bleibt das Gespräch mit Zeitzeugen die wichtigste Brücke in die Vergangenheit. Das zeigt der von uns seit über 40 Jahren durchgeführte Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, das zweitälteste Projekt der Körperstiftung, auf beeindruckende Art und Weise. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir an diesem Abend über 100 Schüler vom Margareta-Rothe-Gymnasium und weiterer Schulen bei uns haben. Seien Sie, seien ihr uns ganz herzlich willkommen. Die Arbeit mit Zeitzeugen spielt bei uns aber nicht nur im Geschichtswettbewerb eine wichtige Rolle. Im Mai diesen Jahres werden wir mit dem Deutschen Historischen Museum in Berlin unter dem Titel »Der lange Schatten des Zweiten Weltkriegs – Kriegskinder in Europa« mit Literaten, Historikern und Politikern, zum Beispiel Hertha Müller oder Wolfgang Schäuble, sprechen, wie präsent der Krieg und die Kriegsfolgen auch im Leben der zweiten Generation ist. Die Erlebnisse dieser Kriegskinder des Zweiten Weltkriegs beschäftigen die Öffentlichkeit schon seit einiger Zeit und dieses Thema wird uns auch über dieses besondere Gedenkjahr 2015 hinaus erhalten bleiben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Spiegel für die äußerst angenehme
Kooperation bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Wir knüpfen damit gewissermaßen an die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Reihe Montag an der Spitze, die der eine oder andere von Ihnen vielleicht sogar miterlebt hat. Und wir freuen uns schon jetzt auf weitere Fortsetzungen. Heute Abend sind vom Spiegel die stellvertretende Chefredakteurin Susanne Bayer und der Autor Martin Dörri hier bei uns, die das Gespräch mit Renate Habricht führen werden, die ich auch ganz herzlich begrüße. Die Schauspieler Maja Schöne und Thilo Werner vom Thalia Theater lesen im Anschluss an das Gespräch aus den Texten der letzten Zeugen, die im Spiegel abgedruckt waren. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und wie immer bei unseren Veranstaltungen im Körperforum haben Sie nach dem Bühnengespräch die Gelegenheit, das Gehörte bei Getränken im Anschluss an die Veranstaltung zu vertiefen. Dazu lade ich Sie schon jetzt ganz herzlich ein. Ich freue mich nun auf das Gespräch mit unseren Gästen, Frau Habrecht, Frau Bayer, Herr Dörri. Darf Sie bitte auf die Bühne bitten und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle hergekommen sind. Vielen Dank an die Körperstiftung, dass wir in diesen schönen Räumen sein können, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung machen können. Und ich möchte mich auch im Vorhinein schon bedanken bei Maja Schöne und Thilo Werner. Es ist das erste Mal, dass der Spiegel Veranstaltungen mit Schauspielern macht, mit einer Lesung kombiniert. Also für uns ist es auch eine Premiere und deswegen auch sehr aufregend. Ich möchte ein paar Sätze zu Frau Habrecht sagen. Die meisten von Ihnen werden sehr viel von ihr wissen, aber vielleicht nicht alle. Und wir werden einiges ja gleich im Gespräch vertiefen. Und damit Sie die Eckdaten ein bisschen kennen, werde ich sie für manche von Ihnen jetzt wiederholen. Frau Habrecht ist ein bisschen uncharmant, aber Sie sind 1924 geboren in Breslau. Ihr Vater war Rechtsanwalt, Ihre Mutter eine Geigerin. Frau Habrecht kann ganz wunderbar über diese ersten Jahre in Breslau erzählen. Das war eine sehr glückliche Zeit für Sie. Dazu werden wir heute Abend nicht so sehr kommen, weil wir dann in spätere Lebensphasen natürlich vorstoßen müssen. Es war so, dass Ihre Eltern sehr früh deportiert worden sind, sehr früh ermordet worden sind. Frau Habrecht hat dann eine Weile mit ihrer Schwester zusammen, Anita, die ja eine bekannte Cellistin geworden ist, Zwangsarbeit verrichten müssen und hat zusammen mit ihr versucht zu fliehen. Und bei diesem Fluchtversuch am Bahnhof von Breslau sind beide festgenommen worden und kamen in Haft. Frau Habrecht wird uns später erzählen, warum diese Zeit in der Haft eigentlich Glücksfall gewesen ist für sie. Direkt aus dem Gefängnis heraus wurde Frau Habrecht deportiert, damals Frau Lasker, nicht wahr? Und kam von dort aus nach Auschwitz für fast ein Jahr und dann von dort aus nach Bergen-Belsen. Und dort wurde sie gemeinsam mit ihrer Schwester, mit der sie Gott sei Dank die ganze Zeit zusammen sein konnte, befreit in Bergen-Belsen am 15. Mai 1945. Vielleicht darf ich noch ein paar Sätze zu der Titelgeschichte sagen, die Martin Dörri und ich gemeinsam verantwortet haben. Wir haben mit Frau Habrecht im Dezember zusammengesessen, ein Interview geführt. Das war das erste Interview und danach folgten 19 weitere, das war das zweite. Das haben nicht alle wir gemacht, sondern unsere Kollegen aus dem Kulturressort und unsere Korrespondenten in Paris, in New York, in Israel, bei Boston wurden Interviews geführt. Und wir haben dann überlegt, wie fassen wir diese Interviews zusammen. Wir machen ja oft Gespräche im Spiegel oder die Interviewform Frage-Antwort und haben gesagt, diesmal wollen wir einfach aufzeichnen, was die Zeitzeugen uns erzählt haben, wollen das nicht unterbrechen, sondern wirklich eine Art Monolog festhalten. Und die es nicht gelesen haben, werden vielleicht später dann hören, wie wir da vorgegangen sind. Und jetzt würde ich sagen, starten wir
unser Gespräch und Herr Dörri beginnt. Ja, liebe Frau Habrecht, können Sie uns sagen, wie sich Ihr Leben nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verändert hat? Das Leben einer, wie meine Kollegin eben gesagt hat, glücklichen Familie, die eine erfolgreiche Familie war in Breslau. Und wie machte sich das bemerkbar? Was war das für ein Einschnitt für Sie? Das machte sich anfangs leider gar nicht bemerkbar, sonst wäre man vielleicht schon früher darauf gekommen, dass man so schnell wie möglich weggehen sollte. Aber ich meine, ich erinnere mich noch an den Tag der Machtergreifung, das war 1933. Wir waren in einer deutschen Schule, in einer Privatschule. Keiner hatte jemals davon gehört, was Nazis sind, jedenfalls nicht Kinder, die Erwachsenen. Gab es ja vielleicht einige, die fieberhaft darauf gewartet haben, dass sie endlich zuschlagen können. Aber ich hatte eine schöne Kindheit, eine sehr musikbetonte Kindheit, wie Sie gerade vorhin schon gesagt haben. Bei uns gab es immer Musik zu Hause. Meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass wir die deutsche Kultur sehr in Ehren halten, die auch Sachen lesen sollen, die uns unter Umständen gelangweilt haben. Und das geht euch wahrscheinlich jetzt auch noch manchmal so. Aber es war eine schöne Zeit. Ich glaube, der erste Anfang, wo ich also am eigenen Körper im übertragenen Sinne die Erfahrung gemacht habe, dass sich etwas grundlegend geändert hatte, war, dass ich eine sehr, sehr gute Schulfreundin hatte, Helga von Menzel, die also bei uns um die Ecke auf der Agathstraße gewohnt hat und die sehr oft bei mir übernachtet hat und ich auch sehr oft bei ihr. Und ich war eines Tages wieder eingeladen, mit ihr ins Kino zu gehen oder ich weiß nicht was. Und klingelte an ihrer Haustür und da kam ein Hausangestellte, ein Mädchen. Und ich sagte, ich komme die Helga abholen. Und die sagte, gnädige Frau wünscht nicht, dass sie unsere Wohnung betreten. Da habe ich erst gedacht, bin ich hier in Hundedreck getreten oder irgendetwas. Aber ich war eigentlich ziemlich sprachlos. Ich habe sie nicht gefragt, warum. Sondern bin also etwas verwirrt und belämmert wieder weggegangen. Und dann habe ich mir das überlegt, was kann das eigentlich sein? Und diese Herr von Menzel, die auch wenig Ahnung hatte, was das alles sollte, die wollte also unbedingt, dass ich sie weitersehe. Das habe ich aber dann schnell abgebrochen, weil ich auch nicht haben wollte, dass sie Ärger mit ihren Eltern kriegt. Aber ich meine, das als Antwort, was war mein erster Eindruck? Für meine Schwester war es bedeutend schwieriger. Die ist anderthalb Jahre jünger als ich. Und im Gegensatz zu mir sieht man also bei ihr sehr gut, dass sie also kein germanisches Wikingerwesen ist, mit schwarz gekringelte Haare, eine etwas prononcierte Nase. Und die wurde wohl von einem Tag auf den anderen, spuckte man die auf der Straße an und sagte, Drecksjude. Und dann fragte man sich, wenn man also in der Lage war, sich Gedanken zu machen, was ist das eigentlich? Was ist da jetzt passiert? Und dann haben wir unsere Eltern gefragt. Und mein Vater hat also behutsam versucht, uns zu erklären, dass sich also etwas total geändert hatte, dass also ein Kerl namens Adolf Hitler auf demokratische Weise gewählt worden ist. Nicht, ich meine, der ist ja nicht so von einem Tag auf den anderen Bundeskanzler geworden. Aber leider hatten beide Eltern sich nie darüber Gedanken gemacht, dass unser Leben sich grundlegend würde ändern müssen. Ihre Eltern sind dann deportiert worden zu Beginn des Krieges. Und können Sie sich noch an die Umstände erinnern? Ja, da kann ich mich leider noch daran erinnern. Es gibt ja Dinge, man versucht ja viele Dinge zu verdrängen und die vergisst man auch. Aber eines Tages kam ein Brief von der Gestapo ins Haus, dass ich meine Eltern an dem und dem Tag an der und der Stelle mit einem kleinen Koffer sich dort befinden sollten. Und dann würde man also
sie in den, sie haben das nicht sehr genau prononziert, aber in den Osten halt verbringen. Und ich erinnere mich sehr gut und werde auch nie vergessen, den letzten Abend zu Hause. Meine Mutter hörte ich nur weinen im Schlafzimmer und mein Vater als strenger und sehr disziplinierter Mensch hat also versucht, uns zu diktieren, was wir alles machen müssten, wenn sie nicht mehr da sind. Ja, und dann wurden sie halt am nächsten Tag abgeholt, beziehungsweise wir haben sie an diese Sammelstelle gebracht, konnten aber nicht wirklich mehr mit ihnen sprechen. Und dann haben wir gewartet, ob wir irgendein Lebenszeichen von ihnen bekommen würden. Und wir bekamen dann eines Tages auf unerklärliche Weise, eigentlich hat mein Vater eine Postkarte offensichtlich einem nicht total verrückten SS-Mann gegeben und der hat die in den Briefkasten geworfen und die kam zu uns und auf dieser Karte stand nur ein Spruch aus einem Psalm, aus dem man sehen konnte, dass sie also wirklich in der Hölle gelandet waren. Und dann haben wir sehr viel später erfahren, nachdem man angefangen hat zu erfahren, was sich in diesen Lagern abspielt, dass in diesem speziellen Lager man dass ein ausgesprochenes Vernichtungslager in der Nähe von Lublin war, die Leute nackt ausgezogen hat, sie vor einen Graben gestellt und sie ins Genick geschossen hat. Und dann fielen sie in eine Grube und dann wurden sie irgendwann in ein Massengrab geworfen. Haben Sie denn, Frau Habrecht, von dem Moment des Abschiedes an auch damit gerechnet, deportiert zu werden? Oder welche Form von Vorstellung hatten Sie von Ihrer Zukunft? Mehr oder weniger wusste man, dass man sie nicht mehr wiedersehen würde. Man hat ja immer Hoffnung, Gott sei Dank. Und deshalb haben wir uns auch gedacht, mein Gott. Und mein Vater hatte in der Zeit, in der er also noch zu Hause war, und man ihn bekniete, dass er doch schnell sehen sollte, zu emigrieren. Denn es ging, sagte er, dieser Kerl, und ich spreche von Hitler jetzt, das ist nicht möglich, dass der bleibt. Menschen können nicht so verblödet sein, zu denken, dass so ein Mann jetzt hier eine ganze Nation total umkrempeln wird. Und ich meine, meine Eltern hatten Gott sei Dank keine Ahnung, was ihnen geblüht hat. Denn sonst wären sie nach Timbuktu gegangen. Aber so war es leider nicht. Und Sie selber hatten dann aber nach der Deportation Ihrer Eltern eine Ahnung davon, was Ihnen selber blühen würde? Dann wurden wir zum Arbeitsdienst eingezogen in die Papierfabrik Sackrau, deren größte Produktion ist Produktion von Klopapier war. Und ich bin also heute noch total orientiert, wie man Klopapier fabriziert. Und in dieser Fabrik arbeiteten viele französische Kriegsgefallene. Der Krieg war bereits ausgebrochen. Und mit diesen Franzosen bekamen wir Kontakt, weil wir beide gut Französisch sprachen, meine Schwester und ich, und haben uns also wissen lassen, dass es eine Möglichkeit gäbe, abzuhauen. Und das haben wir versucht zu machen. Und das hat ja schon eben Frau Weil gesagt, wir sind also mit falschen Papieren, von uns selbst gefälschten Papieren, auf eine raffinierte Methode, auf die ich jetzt nicht eingehen will, sind wir am Bahnhof von Breslau verhaftet worden, zusammen mit Freunden. Ich war schon im Zug und hatte den Koffer verstaut, aber der Bahnhof war natürlich voller Spitzel und Gestapo-Leute. Und ich wollte also gerade meiner Schwester ein Zeichen geben, dass sie also auch in den Zug kommen sollte. Und da sah ich sie mit meinen Freunden zusammen und einem unverkennbaren Gestapo-Mann in einem langen Ledermantel stehen. Und die haben uns verhaftet, aber die haben uns verhaftet, weil wir, wie gesagt, uns Papiere gefälscht hatten, hatten also einen sehr eleganten französischen Namen und gaben vor, kein Deutsch zu sprechen und verlangten einen Dolmetscher. Nun ja, also jedenfalls, man hat uns ins Gefängnis geführt und in Zellen gesperrt, zuerst, wie gesagt, als Französinnen, aber irgendwann musste das ja rauskommen und dann wurden sie also nicht mehr ganz so freundlich. Und
dann bekamen wir einen Prozess. In diesem Prozess bekamen wir auch einen Pflichtanwalt, denn es gab ja immer noch eine gewisse preußische Disziplin. Nicht? Also selbst wenn man ein Mörder ist, wird man ja zunächst mal als unschuldig betrachtet, solange es nicht bewiesen ist, dass es umgekehrt war. Aber jedenfalls, wir hatten keinen Verteidiger und ich habe die Schuld auf mich genommen, weil ich mir dachte, wenn wir jetzt anfangen, hier uns Geschichten zu komponieren, verquatschen wir uns unentwegt. Und ich habe gesagt, meine Schwester hat überhaupt nichts damit zu tun und die ist auch ein bisschen dumm und hat das alles gar nicht verstanden. Und dann kriegte ich eine Strafe von, eine Zuchthausstrafe von 3,5 Jahren Zuchthaus und meine Schwester 18 Monate Gefängnis. Und dann wurde ich ins Zuchthaus gebracht, war dort die einzige Jüdin. Und das Zuchthaus war im Gegensatz zum Gefängnis für jemanden, der also diesem winzigen Zusammendrängen von Menschen überhaupt nicht ertragen kann, war das für mich eine Wohltat, weil ich eine Einzelzelle hatte. Denn man wollte ja nicht, dass ich irgendeine dieser Verbrecher, die also in diesem Zuchthaus waren, durch meine jüdische Mentalität negativ beeinflussen könnte. Aber eines Tages, und wir hofften natürlich, dass wir so lange wie möglich in allerdings verschiedenen Haftanstalten sitzen konnten, weil wir immer noch die Hoffnung hatten, dass der Krieg irgendwann mal zu Ende ist. Aber das hat sich nun auch nicht als wahr ergeben und eines Tages wurde ich halt runtergerufen zur Kommandatur und da saß also wieder der, nicht der gleiche Herr, aber mit dem gleichen Mantel, langer Ledermantel und gab mir ein Papier, mit dem ich unterschreiben musste, dass ich freiwillig jetzt nach Auschwitz gehe. Und hatten Voila. Sie zu dem Zeitpunkt schon eine Ahnung von Auschwitz? Hatte sich was rumgesprochen? Denn Sie waren ja gar nicht so weit weg. Es hatte sich rumgesprochen. Bei uns im Dorf, ich lebe in Frankreich, wenn ich nicht gerade in Hamburg bin, gibt es für solche Gerüchte einen sehr schönen Ausdruck und das ist le téléphone arabe. Alles spricht sich rum. Aber es gibt halt so viele Gerüchte, und die will man dann auch nicht glauben. Aber ich habe durch eine Frau, mit der ich in einem Wartezimmer des Zuchthauses saß, weil ich Zahnschmerzen hatte, und die flüsternd fragte, wo sie herkäme, und sie mir sagte, sie kommt aus Auschwitz. Und das fand ich also sehr eigenartig und dachte, das ist wahrscheinlich ein Spitzel oder irgendwas. Und habe sie dann nur gefragt, ist das wirklich so schlimm in Auschwitz, wie man gerüchteweise immer hört? Und die sagte nur, viel schlimmer. Und von da an habe ich eigentlich gewusst, was uns blühen würde. Und können das Sie hat sich nun auch bewahrheitet. Können Sie Ihre ersten Eindrücke schildern, als Sie dann nach Auschwitz kamen? Ersten Eindrücke in Auschwitz. Ich kam in der Nacht an und war erstaunt, dass alles taghell erleuchtet war. Und ich meine, Deutschland war ja total verdunkelt. Und ich konnte das gar nicht begreifen. Dann habe ich aber doch logischerweise begriffen, dass jedenfalls zu dieser Zeit die Alliierten niemals daran denken würden, Auschwitz zu bombardieren. Also jedenfalls wurde ich mit bellenden Hunden und dem berühmten Satz, den ich dann jahrelang immer wieder gehört habe, schnell, schnell, schnell. Und warum eigentlich schnell? Aber da hat man mich also in einen großen Saal geführt und habe gesagt, ich sollte mich da reinsetzen und auf den Morgen warten. Und in dem Saal war ich also erst, habe ich mich erschrocken, weil ich ja schon ein bisschen über Auschwitz gehört hatte, dass ich auf die Decke guckte und an der Decke lauter Duschköpfe waren. Und ich dachte, wahrscheinlich ist das also jetzt das Ende und ich wäre vergast oder was. Also das stimmte aber nicht, aber ich saß da und dann wurde eine Horde von Frauen auch wieder schnell, schnell, schnell reingejagt in diese Halle, die also wirklich nur noch Haut und Knochen waren, kahl geschoren, nackt. Und die waren zu der einmonatigen Dusche reingetrieben worden. Und da habe ich mir halt nur gedacht, mein Gott, wenn ich also in Kürze auch so aussehe wie die, dann möchte ich eigentlich auch lieber in eine ganz schnell verschwinden. Nun ja, und dann wartete ich und dann fing also der Tagesablauf an. Soll ich das noch schnell sagen? Nur zu. Ja, okay. Nur zu. Da wurde ich also in einen Raum geführt und da waren weibliche Häftlinge, alle sehr
freundlich und neugierig auch und sagten, also jetzt nur setz dich jetzt hin und erschrick dich nicht, wir rasieren dir jetzt die Haare ab. Und da saß ich also und er wurde immer kahlköpfiger und er hatte lange Locken vorher und das fiel also alles auf die Erde, aber ich dachte mir, ist auch schon egal. Aber das Wichtigste und eigentlich eindringlichste Erlebnis und auch was in dem Buch, das meine Schwester und ich, hauptsächlich meine Schwester, geschrieben haben nachträglich, war eine Geschichte, dass ich, während man mir die Haare abgeschoren hat und ich so ein bisschen auf die Seite guckte, standen neben meinem Stuhl ein paar Haarfaltschuhe, nannte man das früher. Das waren schwarze Lederschuhe mit knallroten Schnürsenkeln. Und diese Schuhe kamen mir irgendwie bekannt vor. Und da fragte ich das Mädchen, sag mal, hast du eine Ahnung, wann da irgendwie ein Transport gekommen ist, wo jemand diese Schuhe hier gelassen hat? Und da sagte sie, ja, das war gestern oder vorgestern. Und die Frau ist jetzt in der Musikkapelle. Und in dem Moment wusste ich, dass ich meine Schwester wiedergefunden hatte, von der ich auch glaubte, dass ich sie nie wieder sehen würde. Und die lief sofort zu dieser Orchesterbaracke rüber und brachte meine Schwester. Und das, also ich will jetzt nicht emotional werden, aber das war ein ziemlich einmaliges Wiedersehen. Voilà. Sie haben uns auch erzählt, dass Sie nicht glauben, Auschwitz überlebt zu haben, wenn Sie Ihre Schwester nicht getroffen hätten. Ihre Schwester hatte als Cellistin im Mädchenorchester, also das ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber gewisse Privilegien und hat Ihnen deswegen hier und da auch helfen können. Es ist gar keine Frage, dass das so ist. Wenn ich meine Schwester dort nicht gehabt hätte, würde ich jetzt hier nicht sitzen. So fängt es schon mal an. Aber meine Schwester hatte in der Tat, weil die SS, ich will das also immer das Wort Deutsche speziell vermeiden, denn waren ja nicht alle Deutsche, waren böse, aber diese perverse Mischung von Sentimentalität und Mordlust, das war also spezifisch etwas für unsere Wachleute. Und die Wachleute wollten Musik. Und deshalb gab es ein Orchester, wie es auch ein Männerorchester gab. Und dieses Orchester wurde dank einer genialen Dirigentin, Alma Rosé, zu einem erstklassigen Orchester zusammengeschweißt. Und da konnte meine Schwester mir mit einigen Dingen doch helfen. Ich durfte nicht in ihre Baracke, denn ich war verdreckt und die durften sich jeden Tag waschen. Brachte mir eine Suppe raus und als sie dann jemand im Orchester fragte, wer ist denn dieses verlauste Ding, was da draußen steht, da sagte sie, das ist meine Schwester. Aber sie hat mich am Leben gehalten, nicht? Auch als ich schwer krank wurde und man mich zur Vergasung ausgesucht hatte, hat dank eines SS-Mannes, der hinter mir stand und nicht total bestialisch aussah, bin ich ein bisschen ihm auf die Pelle gerückt und habe gesagt, ich bin die Schwester von der Cellistin aus dem Orchester. Und da hat er mir einen Tritt in den Hintern gegeben und hat mich auf die andere Seite buxiert. Und auf diese Weise hat mir dann, ich weiß nicht zum wievielten Male, meine Schwester das Leben gerettet. Voilà. Was haben Sie gemacht im Lager? Wie war der Alltag für Sie? Sie waren nicht im Orchester, Sie waren später dann eine sogenannte Läuferin. Das heißt, Sie hatten so Botendienste zu verrichten. Wie sah das so aus? Der Alltag hat schlimm angefangen, denn wir mussten alle, wie alle normalen Neuankömmlinge, mussten wir in die Quarantäne. Nicht, weil ich weiß nicht, die Bewacher und die Organisator dieser Lager hatten wohl gedacht, die Menschen sollen in die Quarantäne gehen, weil die sicher von außen irgendwelche Krankheiten mitbringen und vielleicht sterben die so schnell, dass wir sie noch nicht mal vergasen müssen. Also das war, diese Quarantäne war schlimm. Dann musste ich eine Zeit lang Steine schleppen, die ich kaum schleppen konnte, aber irgendwann, wie habe ich es doch geschafft, mit einer Karre. Und jeden Morgen wurde Musik gespielt von dem Orchester für die Leute, die zur Arbeit ausgingen. Und auch wieder, als sie dann zurückwankten und manche tot wieder von der Arbeit zurückkamen.
Und ich hatte also die Hoffnung, auch wieder durch meine Schwester, dass sie vielleicht bald irgendeine vernünftige Arbeit bekommen würde. Und musste aber, weil ich dann sehr, sehr krank wurde, durfte ich also auch nicht, was diese sentimentalen Menschen ja auch gemacht haben, bei keiner Weihnachtsfeier mitsingen, nicht? Denn wir durften dann auch zu Weihnachten vor einem großen Weihnachtsbaum Stille Nacht oder Leise rieselt der Schnee oder so irgendwas. Da sollte ich singen, aber dazu kam es nicht mehr, weil ich umgefallen bin und dann in ein Krankenrevier gebracht wurde. Und wie ich dieses Revier, wie ich schon gerade sagte, also aus irgendeinem wirklichen Glücksfall, könnte man es nennen, verlassen habe, habe ich auch dank meiner Schwester dann eine etwas erträglichere Arbeit gehabt. Aber es war alles sehr relativ, kann ich sagen. Sie waren eine junge Frau damals. Wie muss man sich das Leben junger Frauen um die 20 in so einem Lager vorstellen? Sie waren mit vielen anderen Frauen in einer Baracke. Was herrscht da für ein Klima? Wie ging man miteinander um? Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Also wie gingen Sie mit Ihren Leidensgenossinnen in der Baracke, in der Sie zum Beispiel lebten, um? Was hatten Sie für ein Verhältnis? Kein schrecklich gutes. Und ich glaube, ich bin da nicht ungerecht, denn jeder Mensch, der sich in einer Situation befindet, eine Situation, die es hoffentlich nie mehr wieder geben wird, denkt nur an sich selbst und dem ist es völlig egal, was mit anderen Leuten ist. Und man bestiehlt sich gegenseitig, also die Unterbringung, das Schlafen, und ihr habt das vielleicht in irgendwelchen Dokumentationen gesehen, da lagen wir in solchen Kästen zusammengedrückt und versuchten irgendwie zu schlafen auf verdrecktem Stroh. Aber das Stückchen Brot, was man bekam, das legte man sich unter den Kopf, denn man wurde sofort beklaut. Und auch die Schuhe, die man bekam, das waren sowieso schreckliche Latschen, aber die legte man sich dann irgendwie ins Genick, denn sonst wurde man beklaut. Die Häftlinge haben sich bestohlen und es sei denn, dass sich mal irgendwann eine enge Freundschaft entwickelt hat, war es jeder für sich und sonst nichts. Das klingt etwas enttäuschend, aber das ist auch die menschliche Natur. Und wahrscheinlich, wenn es Ihnen und euch so gegangen wäre, hättet ihr euch vielleicht genauso benommen. Es war ja auch so, dass Sie damit rechnen mussten, dass die Leute, die Sie dort kennengelernt haben, bald hingerichtet werden würden, bald sterben müssten. War das vielleicht auch ein Grund, eine solche Bindung zu anderen Leuten nicht einzugehen, weil man immer den Tod vor Augen hatte? Ja, man wird ungeheuer misstrauisch, weil man traut keinem Menschen mehr. Und Gott sei Dank, durch diese Gleichgültigkeit und diese Ich-Bezogenheit, ist dann auch die Reaktion der Gaskammern, die ja unentwegt funktioniert hatten, und dieser mörderische Gestank, der aus den Schornsteinen kam, von dem verbrannten Fleisch der vergasten Leute, das haben wir gar nicht mehr gerochen. Und insofern, wie gesagt, unsere Charaktere selber sind auch verroht. Ich glaube, sonst hätte man es auch nicht überlebt. Wie viel haben Sie von der Außenwelt mitbekommen? Also davon, was draußen passierte? Und wann haben Sie gespürt, dass es mit dem Lager zu Ende geht? Spät. Und wie gesagt, Sie haben selber davon erzählt, wie lange wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Ja. Und wenn ich da ins Detail gehen würde, da würden wir morgen früh hier auch noch sitzen. Gott behüte. Von der Außenwelt hat man nur erfahren, und ich durch meine Karriere dann später als Lagerläuferin, die also für die SS Laufdienste machen musste, habe ich immer erfahren, wenn ein neuer Transport kam, also ein Häftlingstransport in diesen Viehwagen, die man dann also auf der einen Seite ins Gas geschickt hat, und die andere Seite ins Lager. Und da habe ich versucht, ab und zu jemanden zu fragen, wo kommt der her, wie steht es mit dem Krieg. Und da hat man also gewusst, es geht nicht so gut. Und dann haben die
Amerikaner, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem, ich glaube, das war 1944, haben dann doch begriffen, dass sie da irgendetwas, dass sie also versuchen müssen zu bombardieren, auch wenn es bedeutet, dass Häftlinge dabei zugrunde gehen. Aber, und es gab einmal ein Bombardement. Und da haben wir natürlich sind wir wieder aufgelebt. Aber man wusste, irgendwann wird es zu Ende gehen, aber wir haben eigentlich nicht geglaubt, dass wir es überleben würden. Denn wir hatten gedacht, und man hatte das uns ja auch von SS-Seite des Öfteren hören lassen, dass was immer passiert, wir fliegen alle in die Luft. Und nun ja, und dann ist man irgendwie resigniert und hofft, vielleicht passiert ein Wunder. Aber wir haben eigentlich nicht daran geglaubt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch durch meine Funktion als Läuferin erfahren habe, dass das Lager geleert wird und dass wir alle woanders hingebracht werden. Und dann habe ich gehört, dass das Erste, was die SS gemacht hat, ist, dass sie das ganze Lagerorchester aufgelöst hatten und die alle in Viehwagen verfrachtet haben. Und da bin ich, weil ich innerhalb des Lagers eine gewisse Freiheit hatte, habe ich mich informiert, wo diese Viehwagen sind und bin einfach dazu gelaufen, weil ich wusste, dass wenn ich jetzt nicht mit meiner Schwester zusammenbleibe, dann sehe ich sie ganz gewiss nicht wieder. Nun ja, und dann sind wir nach Bellsen gebracht worden. Das ganze Orchester? Pardon? Das ganze Orchester und viele andere Häftlinge, die also noch laufen konnten. Ja, und dann war das war also eine ziemlich schreckliche Fahrt, weil das wurde natürlich, weil das ja spät im Krieg war, wurde unentwegt, gab es Fliegeralarm. Und dann liefen die SS-Leute, diese Wagen bewachten, liefen weg, aber einige blieben, um uns zu bewachen, dass wir nicht auch weglaufen. Und dann eines Tages kamen wir dann also an einer Stelle an, die also in der Nähe, relativ gesprochen, von Bellsen war. Da wurden wir ausgeladen und dann gingen wir auf einen langen und schlimmen Marsch, bis wir in der Lüneburger Heide landeten. Und ich versäume es nie, vor allen Dingen, wenn ich es mit Publikum aus Norddeutschland zu tun habe, zu sagen, dass ich die Lüneburger Heide Zeit meines Lebens hassen werde und da niemals wieder hinfahre. Und dass das auch einer der Gründe ist, dass jetzt dieser Tage eine Erinnerungszeremonie in Bellsen ist, zu der ich auch gehen sollte. Und ich habe gesagt, niet, ich gehe nicht mehr in die Lüneburger Heide. So, wenn Sie mir jetzt böse sind, tut es mir leid, aber so ist es. Die Zustände dort in Bergen-Belsen, waren fürchterlich. Sie hatten schon das Schlimmste erlebt, aber ja, Bergen-Belsen war schlimmer. Ich meine, das Einzige, was es in Bergen-Belsen nicht gab, waren Gaskammern. Weil die Deutschen, ich sage jetzt doch mal Deutsche, nicht, das ist sonst kompliziert, die uns bewacht haben, wussten, dass wir früher oder später an Hunger krepieren. Nicht? Da war nichts. In Belsen war nichts. Da stand ein großes Zelt und einige Baracken, denn das war früher irgendein Militär, ich weiß nicht, da haben die Manöver gemacht. Und sonst gab es nicht. Und die brachten uns in dieses Zelt und es stürmte und goss in Regen, also wirklich so, wie wohl offensichtlich die Lüneburger Heide auch heute noch manchmal ist. Und wir wurden in dieses Zelt verfrachtet und es stürmte derartig, dass dieses Zelt über uns zusammenbrach, auch Leute erschlug, aber meine Schwester und ich, wie ein Wunder und auch durch unsere Frechheit, sind wir da irgendwie rausgekommen. Nun ja, und dann hat man halt gewartet, ob man uns befreit oder ob uns die Deutschen vorher umbringen würden. Also sie haben uns nicht umgebracht, aber es war keine gute Zeit. Ihre Schwester ist dann, glaube ich, schwer krank geworden? Meine Schwester ist sehr krank geworden und das Orchester gab es nicht mehr. Nicht? Die hatten keine Instrumente. Und zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum letzten Mal in meinem Leben war ich die Stärkere von beiden. Meine Schwester ist krank geworden, kriegt die Gelbsucht. Und man kann sich nicht vorstellen,
Es sei denn, dass Sie das also auch inzwischen in Filmen gesehen haben, dass am Ende in Belsen lagen wir buchstäblich auf Leichen. Das ganze Lager war voll mit verwesenden Leichen. Denn der April 1945 war ein sehr heißer Monat. Und es war die Hölle, nicht? Also man kann sich eigentlich nur irgendeinen berühmten holländischen Maler vorstellen, der die Hölle gemalt hat. So war es dort. Nur lagen da nicht so viele Leichen. Aber ansonsten war es einfach die Hölle. Und meine Schwester hatte eigentlich auch aufgegeben. Die wollte nur noch sterben. Und können Sie uns den Moment beschreiben, als die Briten kamen? Es kamen ja britische Soldaten und haben das Lager befreit. Ja, nun ja, also dann, wie gesagt, wir hörten das Bullern von großen Geschützen und wussten, jetzt kommen unsere Befreier. Und die SS-Leute waren alle weggelaufen. Und dann, wir waren alle zu schwach, um hier eine große Revolution zu machen. Und die Leute lagen rum und warteten. Und ich, wie gesagt, auch mit einem Eimer, den ich versucht hatte, mit Wasser zu füllen. Und der wurde mir aus den Händen gerissen und das versickerte in der Erde. Und dann setzten wir uns auf den Boden und hörten auf einmal aus dem Lautsprecher auf Englisch zu sagen, here is the English army and you are free, but you are ill and you have to stay and we will do everything we can, euch so schnell wie möglich wieder nach Hause zu schicken. Also das hat alles noch sehr lange gedauert, aber das war natürlich unglaublich. Es wurden dann auch sehr viele Fehler begangen, weil die Engländer kamen von der Front, der Krieg war ja noch nicht zu Ende. Und die hatten so etwas noch nie gesehen, nicht? Ich meine, die haben auch viele Tote gesehen, aber die Leichenberge hatten sie auch nicht gesehen. Und dann haben sie uns ihre Rationen gegeben, ihre Essrationen. Und durch diese Essrationen sind noch viele Leute umgekommen, die alle so schwach waren. Und statt dass man ihnen einen Haferbrei gegeben hätte, haben sie Corned Beef und alle solche Sachen gegessen. Und das war ziemlich schlimm. Aber es ging dann alles schnell. Die Engländer haben Mediziner aus Belsen geschickt und haben dann sofort aussortiert, wer sofort in ein Krankenhaus muss. Und diejenigen, die aus Ländern kamen, die bereits von den Alliierten befreit waren, die hat man dann aussortiert, dass sie nach Hause kamen. Und dann haben auch viele, die noch auf den Beinen waren, haben dann auch Geschichten erfunden, die wir nicht erfinden konnten, nämlich, dass sie aus einem Ort in Frankreich kamen, aber natürlich keine Papiere haben. Und die sind dann nach Frankreich zurückgeschickt worden oder nach Belgien zurückgeschickt worden. Und wir kamen aus Breslau. Und erstens haben wir eigentlich immer von zu Hause gelernt, dass wir also wenn möglich nicht lügen sollten. Und wir wussten ja, dass wir nicht mehr nach Breslau zurück können. Und da haben wir halt gesagt, und da sind wir noch beinahe ein Jahr in Belsen, allerdings in besseren Zuständen, haben wir darauf gewartet, wegzukommen. War im Dezember 1945 dann. Wir wollen uns gleich nochmal unterhalten über die Zeit danach und mal versuchen herauszufinden mit Ihnen gemeinsam, wie man so solche Erlebnisse verarbeiten kann, wenn man sie überhaupt verarbeiten kann, wenn das nicht überhaupt ein falsches Wort ist. Aber zuerst wollen wir jetzt die Lesung hören von Maja Schöne und Thilo Werner von den Protokollen der anderen Zeitzeugen. Oh. Ah ja. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Viele, die im Lager waren, sind nie wieder richtig rausgekommen. Auch wenn sie längst draußen waren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich jammer auch nicht darüber, dass ich drin war. Ich jubel eher, dass ich rausgekommen bin. Meine Mutter war Jüdin, mein Vater trat erst bei seiner Hochzeit zum Judentum über. Ich besuchte die jüdische Schule in der Joachimsthaler Straße in Berlin. Unsere Clique, so sagte man damals, war musikbegeistert. Diese Filme aus Amerika mit Ginger Rogers und Fred Astaire liefen schon vor dem Krieg im Kino. Als der Swing dann verboten wurde, entdeckten wir aber doch noch Schallplatten in einem Geschäft unterm Ladentisch.
Damals hörte ich zum ersten Mal Ella Fitzgerald und wusste sofort, das ist meine Musik. Dass ich sie später mal begleiten würde, habe ich damals natürlich noch nicht geahnt. Wir spielten im Groschenkeller in der Kantstraße nur verbotene Musik. Es gab ja auch Rassenschande, wie die Nazis es nannten. Ich habe reichlich Rassenschande getrieben. Und irgendeiner, dem ich die Braut ausgespannt hatte, hat rausgekriegt, dass ich den gelben Stern mit der Aufschrift Jude nicht trug. Im März 1943 wurde ich zum Alexanderplatz zur Kriminalpolizei hinbestellt. Und die übergab mich der SS. Erst kam ich nach Theresienstadt, dann im Herbst 1944 nach Auschwitz. Die Zugfahrt im Viehwaggon war schrecklich, furchtbar eng. Irgendwann fragte ich den SS-Mann, ob ich mal austreten dürfte und merkte, dass wir gerade durch Berlin fuhren, durch Halensee, ganz langsam. Ich erkannte sogar die Wohnung meiner Eltern durch die offene Tür, den SS-Mann mit dem Gewehr daneben. In Auschwitz wurden wir in Baracken untergebracht, das waren ehemalige Pferdeställe mit Stockbetten. Als ich das sah, dachte ich, das war es jetzt mit uns. Da höre ich eine Stimme, woher kommst du denn, Coco? Und ich drehe mich um und ich sehe einen Lagerkapo. Sein Lagerkapo hatte das Sagen. Wir mussten vor ihm stramm stehen und die Mütze abnehmen. Ich sage also, aus Berlin, Herr Kapo. Der sagt, Mensch, Coco, ich bin doch der Heinz. Der war wohl ein großer Fan von mir, aber natürlich kannte ich nicht alle Fans. Er war dann mein großes Glück. Er sagte zu mir, die haben hier die ganzen Zigeunermusiker vergast. Er hatte sich jeden Abend von den Zigeunern vorspielen lassen. Wenn ein Musiker kam, haben sie sich den gekrallt. Das war die einzige Ablenkung. Du kannst gleich heute Abend spielen, sagte der Capo. Später bekamen wir Musiker sogar eigene Betten in der Schreibstube. Die ganze Organisation wurde ja von Häftlingen gemacht, fast alles. Am Tor, wo die Leute zur Arbeit gingen, nach Buna, spielten wir dann. Und die SS wünschte sich immer La Paloma. Ich habe jahrelang nicht gewusst, warum die jedes Mal La Paloma wollten. Wir haben alle gerätselt. Vielleicht wegen der Zeile, einmal muss es vorbei sein. Erst viel später habe ich mal den Film mit Hans Albers gesehen. Das war damals bei den SS-Leuten offenbar der Number-One-Hit. Wir wussten das nicht. Als die Russen kamen im Januar 1945, ging es wieder auf einen Transport, diesmal nach Kaufering in Bayern, ein Nebenlager von Dachau. Und als Kaufering aufgelöst wurde, gingen wir auf einen Todesmarsch. Die SS-Leute hatten schon die Maschinengewehre für uns aufgebaut, aber Gott sei Dank, die Amis waren schneller und befreiten uns. Von den Amis bekam ich die Genehmigung, dass ich mit dem Zug nach Berlin fahren durfte. Meine Mutter war auch in einem Gefängnis. Als in Wedding bombardiert wurde, stürzten einige Mauern um und es brannte. Sie war plötzlich frei. Nachdem ich meine Eltern getroffen hatte, ging ich gleich zum Kudamm und was sehe ich? Ein Schild mit dem Namen Ronnie Bar. Man hörte draußen schon die Musik. Irgendein Schlauer hatte also schon wieder eine Bar aufgemacht. Die Amis sind ja viel ausgegangen. Ich also rein und sehe meine Kollegen von früher dort Musik machen. Das war natürlich eine große Überraschung für die. Alle fragten, Mensch, Coco, du lebst? Ich war 12 Jahre alt, als ich nach Auschwitz kam. An der Rampe mussten wir in einem Zug von tausenden Gefangenen an Dr. Mengele vorbeilaufen. Die meisten Frauen wurden in die Gaskammer geschickt und mit ihnen alle Kinder. Dr. Mengele wirkte sehr ruhig, sehr entspannt. Ich erinnere mich noch ganz klar, wie er dort stand, die Uniform glatt gebügelt, die Stiefel gewienert und mit weißen Handschuhen. Meine Schwestern und ich liefen nebeneinander. Dr. Mengele zeigte an, dass Mila, meine ältere Schwester, nach rechts ausscheren sollte. Sie war kräftiger und schon eine Erwachsene. Sie musste also nicht direkt in die Gaskammer, sie durfte zu den Arbeitern. Meine kleinen Schwestern und ich hingegen sollten nach links laufen in die Gaskammer. Es ging alles rasend schnell, wir rannten fast. Und dann fasste ich im Bruchteil einer Sekunde den Entschluss, Mila zu folgen. Ich rannte einfach nach rechts, es war ein Instinkt. Erst kurz danach wurde mir klar, was dies bedeutete. Ich würde Milas Leben gefährden, wenn sie mich, eine 12-Jährige, in ihrem Schlepptau hatte. Und ich hatte meine beiden kleinen Schwestern im Stich gelassen. Ich hatte sie allein in den Tod marschieren lassen. Mila und ich kamen ins Arbeitslager. Dort mussten wir uns ausziehen,
vor den Augen männlicher Wächter. Für uns als orthodoxe Juden war das die schlimmste Demütigung. Die Männer rasierten uns sogar die Haare ab, nicht nur auf dem Kopf. Für uns Orthodoxe hat das Haar eine besondere Bedeutung. Wir verdecken es, weil es ein Geschenk für unseren Ehemann ist. Nur er soll es sehen dürfen. Dann tätowierten sie uns die Nummern auf den Arm. Wegen der katastrophalen Hygiene im Lager erkrankte Mila an Typhus. Und so entschied ich, sie ins Krankenlager zu folgen, auch wenn wir wussten, dass dieser Weg eine Einbahnstraße war. Es würde kein Zurück geben. Das sagten zumindest alle. Ich pflegte Mila so gut ich konnte. Eines Tages nahm ich eine Schwester, auch sie eine Jüdin, zur Seite. Sie sagte mir, dass alle kranken Juden in die Gaskammer gebracht würden. Das war schlimmer für mich, als wenn sie mir gesagt hätte, dass ich selbst in die Gaskammer müsse. Ich wusste also, dass Mila bald sterben würde. Wie sollte ich ihr begegnen? Was sollte ich ihr sagen? Die Frage quält mich bis heute. Es ist das Dilemma meines Lebens. Die Schwester sagte mir, ich müsse das Krankenlager umgehend verlassen. Ich habe es nicht gepackt, meiner Schwester noch einmal unter die Augen zu treten. Ich habe mich nicht von ihr verabschiedet. Darunter leide ich seit 70 Jahren. Das habe ich mir bis heute nicht verziehen. Sie schmissen Mila wie einen Kadaver auf den Laster. Sie war zu schwach, um noch zu laufen. Eines Tages kam Dr. Mengele in unsere Baracke. Er hinterließ eine Liste mit den Nummern jener Bewohner, die vergast werden sollten. Auch meine Nummer stand darauf. Die Krankenschwester sagte mir, meine einzige Chance sei es nun, Mengele hinterherzulaufen und ihn zu bitten, meine Nummer von der Liste zu streichen. Anfangs sträubte sich alles in mir. Ich wollte nicht mit diesem Metzger reden. Aber dann lief ich ihm doch hinterher. Mach dir keine Sorgen, kleines Mädchen. Alles wird gut, sagte er. Dr. Mengele, antwortete ich, wir wissen beide, dass nichts gut sein wird, wenn Sie mich nicht von dieser Liste streichen. In diesem Moment heulten Sirenen auf. Sie kündigten Luftangriffe der Alliierten an. Mengele wurde bleich. Sein ganzer Körper zitterte. Schließlich rief er seinen Assistenten und ließ mich von der Liste streichen. Der Luftangriff hat mein Leben gerettet. Ich habe 25 Jahre benötigt, bis ich wieder lachen konnte. Und 50 Jahre, bis ich über Auschwitz reden konnte. Es war, als hätte ich eine Sperre im Hals. Ich habe auch meine Häftlingsnummer lange verstreckt. Geblieben ist, dass ich bis heute nicht weinen kann. Zumindest nicht aus Trauer. Ich kann zwar vor Rührung weinen, wenn ich ein Kind sehe, das auf der Bühne etwas aufführt, aber nicht im Angesicht von Horror und Tragödie. Ich war 18 Jahre alt, Student und Widerstandskämpfer, Spezialist für falsche Papiere. Zum Widerstand kam ich über die Pfadfinder. Unsere geheime Zentrale war mitten im Zentrum von Lyon, in einem kleinen Apartment direkt neben der Polizeistation. Hier wusch ich Dokumente. Aus Monsieur Dupont wurde Monsieur Durand. Ich habe auch viele ganz neue Ausweise fabriziert, vor allem natürlich für die Juden. Das Blöde an der Geschichte war, dass mein Kamerad diese Wohnung von jemandem gemietet hatte, den wir nicht kannten. Und an diesem 8. Januar bekam ich dann die Quittung dafür. Es war gegen 11 Uhr morgens, als ich plötzlich der Gestapo und ihren Helfern gegenüberstand. Ich fand mich mit Handschellen im Hauptquartier wieder. Dort hat man mich splitterfasernackt ins Eiswasser einer Badewanne getaucht und mir mit einem Stock auf meine Geschlechtsteile geschlagen. Das war eine interessante Erfahrung, die mehrere von uns durchgemacht haben müssen, denn das Wasser war bereits blutig. Sie wussten ja sofort, dass ich Jude war, denn alle Juden sind beschnitten. Schließlich wurde ich ins Sammellager Drancy deportiert. Dort lernte ich ein Mädchen kennen, das wurde später meine Frau. Wir alle kamen am 3. Februar 1944 in den Zug. 3 Tage und 3 Nächte dauerte der Transport von Drancy nach Polen.
Vielleicht waren wir 70 Menschen im Waggon, vielleicht 90, damit Sie das verstehen. Plötzlich sind Sie in so einem Viehwaggon, eingepfercht mit vielen anderen Menschen, mit denen Sie nichts verbindet. Damals war das ja eine Zeit, da war man viel schamhafter als heute. Und plötzlich musste jeder vor allen anderen seine Bedürfnisse verrichten. Da war nichts als ein Fass. Besonders für die Frauen war das wohl unerträglich. Wir haben dann unsere Jacken und Mäntel ausgezogen und sie als Vorhang vor das Fass gehalten, aber dann, nach einem Tag, war das Fass voll und es lief über. Es war fürchterlich, einfach fürchterlich. Am 6. Februar 1944 kamen wir in Auschwitz an, da standen SS-Offiziere. Mein Gott, waren die perfekt. Groß, schlank, tadellos gekleidet in ihren Uniformen, sauber, jede Falte spitz gebügelt und jede Menge Schäferhunde. Die Kranken, die Schwachen sollten in die Wagen des Roten Kreuzes steigen, riefen die Soldaten. Das war natürlich eine Lüge, es gab keine Wagen des Roten Kreuzes. Die gesunden jungen Frauen sollten ihre Babys den alten Frauen geben. Wenn die Mütter ihre Kinder nicht hergeben wollten, gingen auch sie direkt mit ins Gas. Als Auschwitz schließlich evakuiert wurde, machte ich den Todesmarsch. Das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Viel schlimmer als das Lager. Am 18. Januar 1945 ging es los. Die Ordnung im Lager war aufgebrochen für einen kurzen Moment, für 2-3 Stunden etwa. Nie werde ich es vergessen. Milou, mein Freund und Kamerad, hatte ein paar Stiefel für mich geklaut. Wir hatten ja nur die Galoschen mit den Holzsohlen. Milou meinte: Raphael, wir werden sicherlich lange marschieren müssen. Dann liefen wir los, in 5er Reihen. Es war eine kalte, klare Nacht, sehr gute Sicht. Tote Frauen lagen am Wegesrand. Unzählige tote Frauen. Männer auch. Und Pferde. Mittlerweile träume ich wieder, verhaftet zu werden. Das habe ich lange nicht getan. Meine Tochter hat darunter gelitten, dass meine Frau die Birkenau und Ravensbrück überlebt hat und ich nicht mit ihr darüber sprechen konnten. Ihr sagt nichts, aber der Tod atmet überall durch. Das hat sie immer wieder gesagt. Jetzt ist meine Tochter 64 Jahre alt und wir haben mit ihr so wenig wie möglich darüber gesprochen, um sie zu schützen. Was hätten wir ihr sagen können? Ja, wir haben gelitten. Im April 1943 bin ich nach Auschwitz gekommen. Im Untersuchungsraum hat einer der SS-Männer gesagt, meine Haare sollten nicht rasiert werden. Ich hatte ja Haare bis über die Taille. Die Frau, die neben mir stand, sagte: Mensch, du hast es gut. Du darfst ins Bordell. Ich habe gesagt: Nein, nein, da gehe ich nicht hin. Lieber sterbe ich. Der SS-Mann hat mich dann weggestoßen und eine Frau hat mich geschnappt und mir die Haare rasiert. Der Mann, der mich tätowiert hat, sagte: So ein schönes Mädchen, ich mache dir eine schöne Tätowierung. Ich habe die Nummer 10550. Und das Z, das steht für Zigeunerlager. Dann musste ich zur Rassen- und Sippenforscherin, die hat uns die Nase, die Ohren, die Augen ausgemessen und zu mir gesagt: Ja, komm, lauf mal. Und dann hat sie gesagt: Ja, typisch Inderin. Zu dem Dr. Mengele musste ich auch. Der hat ja die Medizinversuche gemacht. In einem Raum lagen ein erwachsener Mensch und ein Kind nebeneinander, die waren aufgeschlitzt. Und Reagenzgläser standen herum mit Teilen von Menschen, Leber, Galle. Mir haben sie eine Spritze gegeben, tief in den Brustkorb. Ich habe noch eine Narbe davon. Ich habe 2 Wochen gar kein richtiges Bewusstsein mehr gehabt. Ich kam ins KZ Ravensbrück, da war meine Schwester. Nach einem Jahr gelang mir die Flucht. Es war Sommer. Ich sah die Felder, ich habe gedacht, lieber Gott, ich will draußen noch einmal das Gras riechen, noch einmal in einen Apfel beißen. Ich habe im Wald gelebt und dann haben sie mich wieder aufgegriffen. Sie haben sich an meiner Schwester gerächt, haben sie gefoltert an einem Galgen, haben mich daneben gehängt. Ich habe sie nie wieder gesehen. Sie haben mich nicht erhängt, es war eine Scheinerhängung zur Abschreckung für die anderen. Sie haben mich in den Stehbunker gebracht. Tagelang musste ich stehen.
Dann kam ich wieder nach Auschwitz. Wir mussten am Krematorium arbeiten. Ich kann es gar nicht sagen, wie hoch die Menschenasche da lag. Und die war wie Kiesel. Wir mussten sie wegschaufeln auf Lastwagen. Dann wieder Abtransport in ein Lager 15 Kilometer entfernt von Wittenberge an der Elbe. Ich konnte fliehen Mitte April 1945. Ein Mann hat mich aufgegriffen und mit nach Hause genommen. Ein guter, älterer Mann. Rein in die Wanne, hat er zu mir gesagt. Und da hatte ich zum ersten Mal wieder Schamgefühl. In Auschwitz war das weg gewesen. Als die großen Transporte aus Ungarn begannen, haben Sie das Sonderkommando aufgestockt von etwa 200 auf rund 800 Mann. Da haben Sie auch mich geschnappt. Ich weiß nicht, warum Sie mich rauspickten. Viel Zeit nachzudenken hatte ich allerdings nicht. Gleich am nächsten Morgen brachten Sie uns raus zu einer Hütte. Dort haben Sie die Leute vergast. Wir haben die Leichen dann auf Karren geladen und sie vielleicht eine Viertelmeile weit zu den Verbrennungsgruben gezogen. Da haben wir sie dann abgekippt. 2 Tage lang ging das so, ohne Unterbrechung. Das Schlimmste waren die Kinder. Die haben sie gar nicht erst in die Gaskammer geschickt. Wenn die schrien, dann haben die SS-Männer, sozusagen um Ruhe zu schaffen, die Kinder gepackt und lebendig in die Grube geschmissen. Ich konnte nicht denken. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass ich beschäftigt blieb. Und dann war da noch ein Gedanke. Hier, dachte ich, kommst du nie wieder raus. Nie. Später wurde ich dem Krematorium 2 zugeteilt. Wir schliefen dort in einem Raum über den Öfen zu dritt oder zu viert in Stockbetten. Ich musste nie im Krematorium selbst arbeiten. Der Kapo griff mich raus, weil ich der Jüngste war. Ich war damals 17. Um die Büros der SS-Offiziere zu putzen. Ich kannte sie gut am Ende. Aber ich habe nicht oft mit ihnen geredet. Einmal fragte mich einer, ob ich ihm Whisky besorgen könnte. Den konnte man von den Zivilisten organisieren, die in Auschwitz arbeiteten. Ich habe ihn gefragt, ob seine Familie wisse, was er hier mache. Nein, das weiß sie nicht, sagte er. Ich sah, wie die Transporte kamen. Sie hatten die Eisenbahngleise ja ganz bis hin zu den Krematorien ausgebaut, ehe die ungarischen Juden eintrafen. Weil ich die Büros in beiden Krematorien putzen musste, in 2 und 3, hatte ich eine rote Binde am Arm, die erlaubte es mir, auf dem Gelände frei herumzulaufen. Da konnte ich sehen, dass sie sich manchmal schon draußen ausziehen mussten, ehe sie runter in die Gaskammer gingen. Später kamen dann die LKW, um die Kleider abzuholen. Meine Freunde im Sonderkommando mussten hinterher die Leichen in den Aufzug packen, der sie nach oben ins Krematorium brachte. Und da haben sie sie in Reihen zu 4 ausgelegt. Die meisten Arbeiten waren nicht fest zugeteilt, nur an den Öfen standen immer dieselben. Und der, den wir den Zahnarzt nannten. Er brach ihnen immer die Goldzähne heraus. Vor dem Fenster des SS-Büros stand eine große Kiste, da musste er das Geld dann reintun. Von dem Aufstand des Sonderkommandos habe ich vorher nichts mitbekommen. Irgendwann kamen sie und haben uns in den Bunker gescheucht. Da hockten wir vielleicht 7, 8 Stunden. Dann war es ruhig und wir durften wieder hochkommen. Am nächsten Tag haben wir dann mitgekriegt, dass Leute versucht haben zu flüchten, aber sie haben alle gefunden. Sie haben dann mehr als 400 von uns getötet, auch weil ja die Transporte nicht mehr kamen. Da brauchten sie keine 800 Leute mehr im Sonderkommando. Eines Morgens dann, am 18. Januar, kam ein Häftling herein und sagte, er befürchtet, dass sie jetzt das Sonderkommando liquidieren würden. Seht zu, dass ihr euch unter die anderen mischt. Das machten wir auch. Sie ließen uns dann ins Stammlager nach Auschwitz marschieren. Nicht die SS, sondern die Kapos. Ich hätte da bleiben sollen. Dann wäre ich von den Russen befreit worden. Aber ich hatte zu viel Angst. In Auschwitz im Hauptlager war noch SS. Die hat uns auf einen Marsch geschickt, 27 Tage lang. Als wir schließlich in Mauthausen angekommen waren, sagte ein SS-Mann, den ich aus Auschwitz kannte, »Wer von euch hat im Sonderkommando gearbeitet? Ich habe gute Jobs für euch.« Natürlich hat sich keiner gemeldet. Mein Vater ist schon 1930 gestorben. Ich war das einzige Kind.
Meine Mutter meinte, wir stünden unter einem gewissen Schutz durch meinen Vater, weil der ja kein Jude war. Eines Tages kam ein Nachbar zur Gießerei, in der ich arbeitete, und warnte mich, dass bei uns Uniformierte seien. Als ich zu Hause ankam, hörte ich im Nebenzimmer, wie über Deportation gesprochen wurde. Ich holte Koffer heraus und da sagte der Beamte, nein, Sie nicht, nur Ihre Mutter. Aber ich wollte doch unbedingt mit meiner Mutter zusammen sein, weil ich dachte, man kann einander helfen. Ich habe mir vorgestellt, in 2, 3 Monaten werde ich ja doch deportiert, vielleicht sogar schon eher. Also sagte ich, lassen Sie mich doch mit meiner Mutter gehen. Und er sagte, nein, das geht nicht. Erst im allerletzten Moment sagte er, steigen Sie ein, aber nur bis Saarbrücken. Auf dem ganzen Weg habe ich versucht, ihn umzustimmen. In Saarbrücken sagte der Beamte zur Schließerin am Gefängniseingang, das ist der Einweisungsschein für die Mutter, den für die Tochter bringe ich morgen. Ich konnte bei meiner Mutter bleiben. Sie war entsetzt. Am nächsten Tag bin ich zur Gestapo gerufen worden, zu einem Herrn Zöller. Er fragte, Sie wollen mit Ihrer Mutter? Ich sagte, ja. Er sagte, Ihre Mutter kommt nach Auschwitz. Das war für mich hart. Ich wusste sehr wohl, was Auschwitz bedeutet. Und er fragte mich nochmal, Sie wollen also mit Ihrer Mutter? Und ich sagte, wo meine Mutter hingeht, möchte ich auch hingehen. Also ging ich mit ihr. Eines Tages war Selektion. Das heißt, ein Arzt kommt und sucht aus, wer arbeitsfähig ist und wer nicht. Ich hatte eitrige Stellen an beiden Beinen. Den Schlüpfer durften wir tragen, alles andere mussten wir zusammennehmen, über den Kopf halten und an einer Reihe am Arzt vorbeigehen. Meine Mutter ging etwa 10, 15 Meter vor mir und hat nicht gemerkt, dass ich rausgenommen wurde. Sie musste ja weiterlaufen. Als sie sich umdrehte, war ich schon weggebracht auf Block 25, den Todesblock. Wir kriegten nichts mehr zu essen, wir durften nicht mehr zu den Latrinen und da wussten wir, am nächsten Tag ist Vergasung. Umgebracht zu werden, ist etwas anderes als zu sterben. Wir waren nackt. Die Frauen wurden auf den Wagen geprügelt. Und da hörte ich auf einmal jemand meine Nummer rufen. Der SS-Mann verglich die Nummer auf meinem Arm mit der Karteikarte. Er machte die Blocktür auf, schubste mich rein und sagte, du hast mehr Glück als Verstand. Als Mischling ersten Grades sollte ich in Ravensbrück für die Rüstung arbeiten, im Telefon- und Mikrofonbau bei Siemens. Aber ich wollte mich noch von meiner Mutter verabschieden. Sie hat sich gefreut, dass ich aus Auschwitz rauskam. Wir standen auf der Lagerstraße. Sie sah abgemagert aus. Wir haben uns verabschiedet in dem Wissen, dass wir uns nie wiedersehen. Wie macht man das? Auf jeden Fall nicht mit Auf Wiedersehen. Ich erinnere mich überhaupt an kaum ein Wort. Wir haben uns umarmt, geküsst. Und als letztes hat sie mir gesagt, du wirst überleben. Und du wirst erzählen, was man mit uns gemacht hat. Am 8. November 1943 ist meine Mutter gestorben. Ich arbeitete in der Küche und ein Mädchen kam und sagte, du, da ist so ein Typ am Zaun, der will mit dir sprechen. Ich ging also raus und da stand Isis Bruder und sagte, hey, du kennst doch Isi, er ist krank. Vielleicht kannst du ihm helfen, kannst du irgendwas aus der Küche besorgen, Kartoffeln, Brot, irgendwas. Sie hat dann wirklich Essen gestohlen und es unter dem Stacheldraht durchgeschoben. Mein Bruder hat es dort abgeholt. Ich glaube, ohne dieses Essen hätte ich es nicht geschafft. Ich war ihr etwas schuldig. Im Juni 1944 kam ich nach Auschwitz. Dort traf ich Anna wieder. Ich arbeitete als Kanalreiniger. Wir mussten die Toiletten leeren. Wir hatten ein Fass mit einem langen Stock daran. Dieses Fass stand auf einem Wagen. Da mussten wir die Scheiße einfüllen. Und dann haben wir,
genau wie Pferde, den Wagen gezogen und das Zeug als Dünger auf die Felder gebracht. Toiletten gab es überall in Auschwitz. Deshalb kamen wir zum Frauenlager, zum Krematorium, ins Zigeunerlager, ins Familienlager. Andere Kommandos waren immer von deutschen Wachen begleitet, aber der Geruch war nicht gerade angenehm. Deshalb sind wir meist unbewacht von Toilette zu Toilette gezogen. Wir konnten organisieren, wie das hieß. Vor allem im Krematorium gab es jede Menge Essen. Die Frage war nur, wie es rauskriegen. Dazu spannten wir einen Draht im Inneren der Tonne. Und dann haben wir immer was organisiert und haben es an diesen Draht gehängt. Wir wurden kontrolliert, aber keiner hat in der Tonne nachgeguckt. Dass wir darin Essen schmuggeln könnten, auf diese Idee ist keiner gekommen. Wir haben die Sachen zwar eingepackt, aber natürlich haben sie gestunken. Manchmal sah ich Anna, wenn ihr Kommando sich aufstellte zur Arbeit und dabei konnte man sich ein paar Worte zurufen. Einmal zum Beispiel, als wir im Frauenlager waren, rief Anna: Ich brauche ein paar Schuhe. Also ging ich zu einem dieser Schuhberge, hoch wie ein Haus. Ich hatte nicht viel Zeit, mir welche auszusuchen, aber immerhin waren sie alle in Paaren. Die SS hatte den Menschen ja gesagt, sie sollten ihre Kleider falten und die Schuhe mit den Schnürsenkeln zusammenbinden, ehe sie sie in die Gaskammer schickten. Ein paar habe ich dann für Anna mitgenommen. Sie waren schwarz, genau wie die, die mein Großvater getragen hatte. Es waren gute Schuhe. Die Leute hatten ja ihre besten Schuhe bei der Deportation angezogen. Als ich die Schuhe brachte, sagte Anna nicht: Ih, die stinken. Ich brachte ihr auch Brot mit. Beim Vorbeifahren mit unserem Wagen konnte ich schnell zu ihrer Pritsche laufen und Brot auf ihren Strohsack werfen. Rein, Brot hinwerfen und wieder raus. Natürlich wusste ich, ein ungeschütztes Stück Brot würde keine 5 Minuten dort liegen bleiben. Deshalb musste ich auch dem Stubendienst etwas mitbringen. Abends empfing mich der Stubendienst. Hey Anna, da ist wieder Brot für dich. Aber noch wichtiger waren die Schuhe. Ich habe Anna erst im April 1945 wiedergesehen. Ich lebte nach meiner Befreiung in einem Auffanglager in Stuttgart. Dort sprach mich ein Mädchen an und fragte: Du bist Israel Arbeiter? Kennst du eine Anna aus Stadachowice? Sie lebt. Sie ist in Bergen-Belsen. Ich hatte mir ein Motorrad organisiert und die Amerikaner hatten mir erlaubt, es zu behalten. Mit dem fuhr ich nach Bergen-Belsen. Das war ein großes Lager mit bewaffneter Wache an der Tür. Ich zeigte dem Mann meine Papiere und er ließ mich ein. Und da war ich, in ziviler Kleidung, mit Motorradhelm und dieser großen Brille. Wir lebten damals zu fünft in einem Zimmer, in dem deutsche Soldaten gewohnt hatten. Mir hatte schon vorher ein Mädchen erzählt, da ist so ein Typ, der will mit dir reden. Und eines Morgens, es war noch dunkel, klopfte er an die Tür. Und da stand er. Und ich dachte, mein Gott, du lebst noch. Ich fragte sie: Willst du nicht mit mir rausgehen? Und sie sagte: Ich würde ja gern, aber hier sind 5 Mädchen und wir haben nur ein paar Schuhe. Heute ist nicht mein Tag, die Schuhe zu tragen. Also musste ich betteln, bis die anderen die Schuhe rausgerückt haben. So konnte ich sie für eine Runde auf dem Motorrad mitnehmen. Die anderen sagten zu mir: Pass bloß auf, das ist ein Casanova. Ja, ja. Die versuchten alles, um Anna auszureden, mit mir zu kommen. Er wird dich nur benutzen und dann sitzen lassen, sagten sie. Sie ist trotzdem mitgekommen. Nach 68 Jahren sind wir immer noch zusammen. Ein stolzer Begründer von 4 Generationen Arbeiterfamilie. Ja, das war sehr schön und sehr bewegend. Vielen Dank. Frau Habrecht, jetzt wollen wir uns noch ein wenig unterhalten über die Zeit nach 1945, im Grunde bis heute, wenn wir das schaffen. Wie ist es, Sie waren mit Ihrer Schwester die ganze Zeit ja zusammen gewesen. War Auschwitz und Bergen-Belsen dann später ein Thema für Sie? Zwischen Ihnen und Ihrer Schwester, haben Sie darüber gesprochen? Nein. Warum auch? Wir haben es beide überlebt und wir werden es sicher nie vergessen. Ab und zu haben wir darüber gesprochen, aber ich meine,
ich merke es an anderen Dingen sehr viel später, als ich dann verheiratet war. Ich habe auch mit meinem Mann kaum darüber gesprochen. Lag es daran, dass man Sie nicht gefragt hat oder dass Sie nicht erzählen wollten? Ja, das ist, glaube ich, das alles in a nutshell. Man hat uns nicht gefragt. Und irgendwie hatte man das Gefühl, man wollte ja auch, es ist so schrecklich gewesen, dass man sich auch nicht vorstellen konnte, dass das irgendjemand begreifen konnte. Und sie haben uns auch nicht gefragt, und ich weiß es eigentlich immer noch nicht, warum sie uns nicht gefragt haben. Haben sie sich geschämt, dass sie vielleicht irgendwie damit in Verbindung gebracht werden können? War es ihnen peinlich, weil man auch selbst, wenn sie selber nichts gemacht hatten, sie doch hätten vielleicht etwas machen können? Man hat uns nicht gefragt. Und ich habe auch nicht schrecklich gerne darüber gesprochen. Ich tue es auch heute noch nicht, aber ich tue es jetzt, weil ich habe nicht mehr so schrecklich lange Zeit zu leben, auch wenn ich schon uralt bin, aber irgendwann geht das auch zu Ende. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, und ich fand das jetzt sehr interessant und ergreifend, was unsere Freunde uns gerade vorgelesen haben, denn alles, was ich jetzt gerade gehört habe, das habe ich alles erlebt, und es stimmt alles. Und versuchen Sie doch mal jemanden, und vor allen Dingen also jetzt euch Schülern, begreiflich zu machen, was es war, in einer solchen Situation überhaupt zu existieren. Das heißt, nach dem Krieg hat man auch selber versucht, ja, nach vorne zu gucken, ein neues Leben zu führen. Sie waren dann Journalistin in England, haben für die BBC gearbeitet und haben auch selber ein bisschen versucht zu vergessen? Nein, habe ich nicht. Das ist keine Frage des Versuchens. Man kann es nicht vergessen. Man kann es für eine Weile verdrängen. Und nachdem ich eine vergnügte Natur habe, konnte ich mich auch ab und zu amüsieren und lachen und ins Kino gehen und tanzen gehen. Aber es hat gedauert. Und ich meine, es ist wirklich heute so, ich weiß nicht, wie es hier jetzt in diesem Kreis ist, aber ich lebe in Frankreich. Und wenn ich mit jungen Leuten in Frankreich spreche, die haben keine Ahnung, nicht? Ich meine, ich sagte dann, aber haben denn eure Großeltern oder eure Urgroßeltern euch nicht mal irgendwas davon erzählt? No. Und ich glaube, das ist eine universale Sache, dass die Menschen nicht darüber sprechen wollen oder nicht darüber sprechen können. Und man muss wirklich sich einen ungeheuerlichen Ruck geben, um sich zu sagen, so, auch wenn man riskiert, und das habe ich oft riskiert, die Leute zu langweilen, nicht? Dann erinnert man sich an die Kriegstagebücher meines Vaters, der uns daraus vorgelesen hat. Und da haben wir auch, ich meine, und das war ja nicht zu vergleichen, ich bin sicher, dass die Stellungskriege im Jahre 14 bis 18 auch fürchterlich waren. Aber irgendwie kann man es nicht begreifen. Sie haben ja ganz überwiegend im Ausland dann gewohnt. War das auch eine bewusste Entscheidung? Wollten Sie nicht mehr die deutsche Sprache ständig am Ohr haben? Wollten Sie nicht in Deutschland leben, aufgrund der Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Ich wollte nicht in Deutschland leben. Ich habe niemals so rigoros reagiert wie meine Schwester, die ich einmal, als sie mit ihrem Orchester im Elsass gespielt habe, und ich zu Besuch bei Freunden in Deutschland, habe ich gesagt, hör mal zu, komm doch über die Grenze und dann können wir doch zusammen wenigstens mal einen Tag verbringen und so weiter. Ich setze keinen Fuß nach Deutschland mehr. Das hat sich total geändert seitdem. Die ist sehr viel mehr in Deutschland als ich, weil sie spricht in Schulen und macht viel mehr als ich, weil ich ein bisschen was vom Leben habe und nicht unentwegt darüber sprechen will. Weil natürlich, je länger man darüber spricht, hat man, wenn man ein gewisses Gefühl, ein gewisses Schamgefühl hat, hat man Angst, dass man die Leute langweilt und dass die sich sagen, warum schon wieder? Und warum redet man immer noch darüber? Es ist ja jetzt beinahe 100 Jahre her.
Aber das ist natürlich die falsche Reaktion, denn es ist ja lebender Geschichtsunterricht. Aber wenn ich nicht mehr da bin, um den Geschichtsunterricht zu geben, dann sollte man diejenigen, die mich jetzt gehört haben, sich vielleicht ein bisschen daran erinnern und darüber lesen und vor allen Dingen immer wieder sagen, das darf niemals wieder passieren. Nicht? Und unterscheiden sich die Gespräche, die Sie führen, von Generation zu Generation? Sprechen Sie mit Angehörigen Ihrer Generation anders als mit jüngeren Leuten darüber? Oder werden Sie da anders befragt? Ich spreche mit Menschen meiner Generation überhaupt nicht darüber, denn brauche ich Ihnen nicht zu sagen, jeder hat in der Familie die Glück gehabt, hat so lange zu leben, Menschen, die nicht mehr ganz bei Sinnen sind und dement sind, mit denen man sowieso nicht über sowas sprechen kann. Und ich glaube, eine andere Sache ist, ich habe das, glaube ich, auch schon in anderen Interviews gesagt, dass man, wenn immer man jemanden, der also voll der Sinne ist, noch über diese Zeit spricht, sie einem automatisch sofort erzählen, was ihnen alles passiert ist. Das sicher auch schrecklich war, nicht? Sie sind ausgebombt worden und ihr Auto ist verbrannt worden und die Wohnung ist verbrannt worden und sie haben auch Leute verloren. Ich will das nicht hören und denke mir dann auch, hört mir auch nicht zu. Dass, immer wird verglichen, wenn Sie heute und in der Ort, in dem ich lebe, sind eine Menge älterer Leute, die sich da zur Ruhe gesetzt haben und so weiter. Und wenn man da mit einem einigermaßen guten Gehör sich die Unterhaltungen anhört, die auf der Straße stattfinden, unterhalten sich nur über Krankheiten. Und das ist sicher in Deutschland genau dasselbe. Und dann unterhalten sich über Krankheiten und in dem Moment, in dem sie einmal Atem schöpfen müssen, wird der Gesprächspartner sofort sagte, aber wenn ich dir sage, was ich schon hier für Infusions gehabt habe, und das also, c'est toujours la même chose. Immer das Gleiche. Und deshalb, und für solche schrecklichen Geschichten, wie sie uns zugefügt worden sind, zu versuchen, sie jemand anderen begreiflich zu machen, das geht gar nicht. Also, mir ist es bis jetzt nicht gelungen. Ich glaube, dass Ihr Bild von dem, also von dem, was junge Menschen wissen, vielleicht zu pessimistisch ist. Ich hoffe es. Also zumindest habe ich den Eindruck, dass die Schüler in deutschen Schulen heutzutage eine ganze Menge erfahren über den Nationalsozialismus und in den Holocaust. Und trotzdem ist es natürlich etwas völlig anderes, wenn jemand wie Sie persönlich berichten kann. Das ist eine großartige Gelegenheit für uns und wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie hier erzählen und berichten. Ich würde gerne eine letzte Frage noch stellen. Antisemitismus ist ein Problem, was sich ja nun leider nicht erledigt hat. Ein Problem, was die Gesellschaften in Europa nach wie vor haben, in Frankreich genauso wie in Deutschland. Können Sie uns erzählen, wie Sie das heute erfahren? Erleben Sie so etwas? Berührt Sie das? Also ich persönlich erlebe es überhaupt nicht. Ich habe es einmal erlebt in Frankreich, wie ich in einer befreundeten Kneipe saß und am Nebentisch sich saßen Franzosen, mit denen ich befreundet war, ältere Herrschaften auch. Und da kam ein dritter Mensch dazu, den ich nicht kannte, aber ein ziemlich kräftiges Organ hatte und über die Krise sprach, nicht, also die ja im Augenblick scheinbar über uns alle hängt. Und ich hörte dann, wie der sagte, mais après tout, c'est tout la faute des Juifs. Die Juden sind an allem schuld. Und da habe ich mir einmal kurz geräuspert und bin aufgestanden und habe ihm gesagt, und habe ihn geduzt, obwohl ich ihn nicht kannte, und sagte, würdest du die Güte haben, das noch einmal zu wiederholen? Und da ist er schrecklich zusammengezuckt und hat irgendwas gemurmelt und ist dann rausgegangen. Das ist meine einzige persönliche. Alles andere, und das ist, glaube ich, die Wurzel sowieso aller bösen Dinge, sein, dass die Leute
dumm sind, nichts lesen und nichts wissen wollen. Die Menschen, die sich für die Geschichte interessieren und wissen, was alles passiert ist, mit denen kann man sich unterhalten, aber man kann ihnen gar nicht, und ich versuche es auch gar nicht, es ihnen begreiflich zu machen. Ich spreche sehr viel in französischen Schulen. Und da sind natürlich in den Klassen, so wie hier sind es Menschen mit Migrationshintergrund, und ich spreche in Klassen, wo sehr viele Kinder von arabischen Familien sind, die also selber aus Algier und Tunis und so weiter kommen. Und da habe ich so ein bisschen mir vorgestellt, wie werden die jetzt auf das reagieren, und vor allem, wenn sie jung sind, und was kann man ihnen sagen? Und das Einzige, und das hat auch sehr gut funktioniert, war eigentlich in der ersten Schule, in der ich unterrichtet habe, und unterrichtet, ich bin keine Lehrerin und werde nie eine sein, aber ich musste es ja auf Französisch tun, und ich spreche zwar gut Französisch, aber nicht ganz so gut wie Deutsch. Und denen habe ich dann einfach gesagt, und das waren Kinder von 10 Jahren, die waren 10 Jahre alt, dann habe ich gesagt, ich will euch jetzt keine Horrorgeschichten erzählen, aber versucht euch einmal vorzustellen, dass ihr um den Frühstückstisch oder am Abendbrottisch sitzt mit euren Eltern und mit euren Geschwistern, und auf einmal donnert es an die Tür und kommt Polizei rein oder also etwas Äquivalentes zur SS und holt eure Eltern einfach weg und ihr seht sie nie mehr wieder. Hat Totenstille in der Schule. Und da haben sie sehr, sehr gut zugehört. Und ich treffe die jetzt auch noch manchmal auf der Straße und dann fragen sie mich immer und sind und erinnern sich an diese Geschichte. Ich glaube, nur so kann man es machen, dass man an ein unschuldiges Gehirn appelliert, nicht? Die also noch die Möglichkeit haben, ohne irgendwelche Gewissensbisse zu haben, einfach sich vorzustellen, wie Hänsel und Gretel letzten Endes. Voilà. Aber der Antisemitismus, den, und da machen wir uns ja keine Illusion, den hat es immer gegeben und den wird es auch immer geben, nicht in solch violenter Art und Weise, wie es während der Nazizeit gegeben hat und wie es jetzt wieder in vielen anderen Situationen gibt. Und es ist ja nicht der Antisemitismus, es ist der Rassismus als solcher. Und den muss man wirklich in den Boden treiben, dass er niemals wieder passiert. Und der passiert, ich sehe das jetzt in meinem Dorf mit den Arabern. Diese Zeit lang hat man keinen mehr gesehen, nach dieser Geschichte, die in Paris passierte. Und auf einmal schimpften alle auf die Araber. Dann haben sie sich wieder beruhigt. Aber der wirkliche Rassismus, der ganz böse und der sich bemäntelt mit einer Sache, die kein Rassismus, sondern Patriotismus ist, und das ist schrecklich. Es soll keinen Nationalismus, keinen Patriotismus geben, der unweigerlich solche Ausmaße annimmt. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen auch die Gelegenheit geben, sich an diesem Gespräch ein bisschen zu beteiligen. Sie haben die sicherlich sehr, sehr seltene Gelegenheit, jetzt Frau Habrecht Fragen zu stellen. Sie und auch gerade die Schülerinnen und Schüler sind also aufgefordert. Wir haben hier Mikrofone, mit denen wir dann Ihre Fragen auch verstärken können, sodass Sie hier im Raum verstanden werden. Und ich bitte Sie jetzt, bitte euch um Wortmeldungen. Wer möchte Frau Habrecht etwas fragen oder wer möchte etwas sagen zu dem, was sie gesagt hat? Wir würden uns freuen, wenn ihr euch beteiligen würdet. Wer macht den Anfang? Sehr vielen Dank. Sie haben schon angefangen, dass eben heute noch sehr viele Anfeindungen gegen jüdische Menschen zustande kommen. Ich habe das so aufgefasst, dass eben vor allem dadurch, dass eben in Palästina zum Beispiel die Menschen unterdrückt werden durch den israelischen Staat. Glauben Sie, wenn man wirklich diesen Menschen helfen würde, also jetzt Palästina befreien würde oder eben auch so eine Lösung finden würde, dass eben Anfeindungen aufhören würden, auch von arabischer Seite gegen die Juden?
Können Sie es mal kurz zusammenfassen? Ich habe es nicht ganz genau gehört. Also der junge Mann zieht die Parallele zu der Behandlung der Palästinenser durch Israel. Und ich glaube, er würde gerne von Ihnen hören, ob Sie da eine Hoffnung sehen, dass sich das verbessern könnte, das Verhältnis. Ich habe im Augenblick, so wie die Dinge jetzt liegen, meine großen Zweifel. Weil man auch das Gefühl hat, dass es irgendwo, in welch immer Regierung es ist, will jetzt keinen Namen nennen, sonst kriege ich Ärger mit dem Mossad. Keine Sorge. Keine Sorge? Gut. So wie die Dinge jetzt liegen, glaube ich es nicht. Ich glaube es nicht. Und wenn ich Palästinenser wäre, in der augenblicklichen Situation, würde ich wahrscheinlich genauso sehen. Und es ist ganz schrecklich. Und ich kann das insofern bestätigen, weil ich Verwandte in Israel habe, und zwar Verwandte ihres Alters, mehr oder weniger, die entsetzt sind über das, was im Augenblick passiert, und die auch deshalb nicht glauben, dass jedenfalls bei der augenblicklichen Regierung sich irgendetwas ändern wird. Sie wollten was fragen? Ja, meine Frage war, oder meine Frage ist, sprechen Sie ein bisschen lauter. Ja, als Sie befreit wurden und Sie dann ja in das Deutschland wieder zurück entlassen wurden aus Auschwitz, wie kann man sich das vorstellen? Das war ja eigentlich so, wenn man das liest, eine sehr antisemitische Welt. Wie konnte sich das quasi mit der Befreiung Deutschlands so ändern, diese Stimmung im Volk? Bezüglich Antisemitismus. Also Sie sind aus Bergen-Belsen in die Freiheit entlassen worden, in ein Land ja zunächst, in dem Sie noch fast ein Jahr blieben, in dem die Menschen ja dieselben waren, immer noch viele Menschen antisemitisch gesonnen waren, aber es nicht offen vielleicht gesagt haben. Was für ein Gefühl hatten Sie, als Sie dann mit den Deutschen zu tun hatten, in der Zeit, nachdem Sie schon aus dem Lager heraus waren? Ja, das ist eine gute Frage und ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich in vieler Hinsicht wahrscheinlich auch zu tolerant bin. Aber ich habe es dann so reduziert auf meine eigenen Reaktionen, so reduziert, dass wenn ich Leute eines gewissen Alters gesehen habe, von denen ich mir vorstellen konnte, dass sie irgendwas Schlimmes getan haben, mit denen habe ich dann, also Gott sei Dank, nie etwas zu tun gehabt. Die Menschen, die Deutschen, die ich kennengelernt habe nach dem Krieg, waren alles Freunde von Freunden. Und da hatte ich überhaupt keine Probleme. Aber wie gesagt, es ist bei meiner Schwester, die in vieler Hinsicht rein physisch weniger mitgemacht hat als ich, weil sie also Mitglied des Lagerorchesters war, die war ganz lange absolut hundertprozentig dagegen, dass man auch ein Wort Deutsch sprach. Ich war mit ihr einmal im Autobus in London und ich finde es blöd, wenn man also beide aus Deutschland kommt, sich auf einmal nur auf Englisch unterhalten soll, nicht? Und meine Schwester gab mir dann einen sanften Fußtritt und sagte, not in German, please. Also das war schwierig, aber ich habe mich also an die Leute gehalten, von denen ich wusste, dass die nichts Böses gemacht haben. Und jetzt war da hinten eine Wortmeldung. Ich habe als Historiker einige Erfahrungen gemacht im Zusammenhang mit Veröffentlichungen von mir, die einen Verstoß gegen den Überladungsvertrag darstellen. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob jemand hier weiß, ich kann das hier nicht alles erklären, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Es geht darum, wie Hitler von den entscheidenden Siegermächten des Ersten Weltkrieges von Beginn an bis unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht nur begünstigt, sondern auch begünstigt und auch gefördert wurde. Und dass die internationale Staatengemeinschaft sehr wohl wusste, was in Deutschland geschieht und es geschwiegen worden, bis es zu spät war. Und ich setze mich dafür ein, dass diese
Entwicklung auch mit einbezogen wird in das, was wir Vergangenheitsbewältigung nennen. Und diese Vergangenheitsbewältigung ist nötig. Davon bin ich überzeugt. Und die Gefahren, die jetzt durch aufkommenden Antisemitismus überall in der Welt sichtbar sind, die sollte man nicht unterschätzen. Und jetzt meine Frage nochmal. Müssen wir nicht auch die Mitverantwortung derer, die Hitler gewähren lassen, mit zur Sprache bringen, damit so etwas auf internationaler Ebene nicht wieder geschehen kann? Danke. Ja, was soll ich darauf sagen? Politische Fragen. Vielleicht kann ich Ihnen das abnehmen. Ich glaube, das ist eher eine Frage an den Historiker als an den Zeitzeugen. Denn als Zeitzeugin, glaube ich, hat Frau Habrecht nicht mitbekommen können, was in der Zeit, in der sie im Lager war, internationale Politik war und welche Verwicklungen es da gegeben hat. Ich glaube, das müssten wir an einer anderen Stelle diskutieren und nicht hier. Ich würde gerne weitere... Da hat sich eine junge Dame gemeldet. Wenn Sie bitte... Ja. Geben Sie das durch, bitte. Da zu der jungen Dame, die zuerst bitte, hinter Ihnen. Einmal zurück. Danke. Hören Sie gut zu, denn ich verstehe es. Alles gut, keine Sorge. Meine Frage ist, dass momentan ja welche von der SS, ehemalige Mitglieder, ja nicht von der SS, sondern die mit dem Konzentrationslager in Verbindung stehen, vor Gericht stehen. Was sagen Sie dazu? Also ist das gerechtfertigt? Naja, gerechtfertigt ist es schon, aber was halten Sie von den Strafen für die, oder was halten Sie davon? Also es gibt zurzeit tatsächlich einen neuen Prozess gegen einen Mitglied der SS-Lagerverwaltung in Auschwitz. Der Herr ist 93. Da gibt es Menschen, die ganz anders darüber denken. Ich finde, man sollte, zumal es so ist, dass der Mensch, der jetzt mit zwei anderen, glaube ich, vor Gericht kommen soll, sich viele Gedanken gemacht hat, bevor er von sich aus bezeugt hat, was in Auschwitz alles passiert ist, und er unbedingt darüber reden wollte. Die Tatsache, dass er in Auschwitz war, ist an und für sich auf jeden Fall auf den ersten Blick ein Grund, dass man sagen soll, mit so einem Kerl wollen wir nichts zu tun haben. Aber meine Meinung als solche, denn wir haben ja auch keine Zeit, hier lange darüber zu sprechen, ist, dass man Leute, die also jetzt 93 Jahre alt sind, nicht mehr vor Gericht bringen soll. Und ich meine, okay, was wird passieren? Man weiß inzwischen, dass er offensichtlich auch rein durch die Tatsache, dass er in Auschwitz gearbeitet hat, seinen Ruf für immer beschädigt hat. Aber ins Gefängnis kann man ihn nicht stecken. Ich halte das für falsch. Andere Leute sagen, also Leute, die ich sehr schätze und mit denen ich erst vor sehr kurzem ein kurzes Gespräch darüber gehabt habe, den muss man vor Gericht bringen. Das muss, Recht muss sein, Ordnung muss sein. Also ich finde, das ist unnötig. Jetzt hatten Sie sich gemeldet. Ist lauter. Warum sind die Juden so verhasst? Warum wurden die so früher so gehasst? Warum? Ich bin zu keinem Schluss gekommen. Ich habe alles versucht, das zu ergründen. Ich habe niemanden gefunden, der mir das sagen konnte. Warum waren die Juden so verhasst? Also woher der Antisemitismus stammt? Ja, ich kann jetzt kein Geschichte. Ich meine, Sie haben doch sicher in der Schule von der Inquisition gehört. Und das ist ja auch einige hundert Jahre her. Ja. Da hat man die Juden alle aus Spanien rausgeschmissen und hat sie zum Teil auch umgebracht und hat die nur dort bleiben lassen, weil sie, wenn sie zum Katholizismus sich konvertiert haben. Das haben manche gemacht und manche auch nicht. Aber ich meine, da hat es schon Antisemitismus immer aus den verschiedensten Gründen. Die primitiven Gründe, die wir alle miterlebt haben,
waren doch, dass dieser wahnsinnige Hitler, also fand, dass Deutschland rassenrein, blauäugig, blondhaarig und 2 Meter groß sein muss. Aber da hat man gesagt, jeder, der eine krumme Nase hat, der gelocktes Haar hat, der gerne Knoblauch zum Essen mittags isst, das sind alles Leute, die weg müssen, nicht? Und dann denke ich dann immer in einer etwas lustigeren Weise, Frankreich ohne Knoblauch würde gar nicht mehr existieren. Sehr gut. Eine gute Antwort. Vielen Dank. Ja. So, wer hat noch eine Frage? Da hinten? Eine Dame da hinten? Hinter Ihnen? Ja. Ja, was denken Sie über Pegida? In Deutschland haben Sie wahrscheinlich gehört, oder überhaupt, also Rechtsruck in der Politik in ganz Europa eigentlich. In Deutschland gibt es ein AfD und in Frankreich Le Pen und so weiter, jetzt seine Tochter. Das richtet sich natürlich nicht nach der Juden, also kein Judenhass steckt dahinter, aber die Migranten, die hier leben, aber im Grund, in der Grundlage ist es ein Rassismus. Was denken Sie, was wird aus Europa werden? Eine gute Frage, aber ich kann Ihnen eigentlich hinter die Pegida, alles was so extrem rechts ist, und da sind wir ja auch in Frankreich etwas verwöhnt mit dem Front National, solange sie nicht an die Regierung kommen, sind wir schon dankbar. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die irgendwann merken die auch, dass das einfach nicht geht. Geht nicht. Hoffen wir es. Hoffen wir es. So, gibt es weitere Fragen? Da, der junge Mann, genau. Ist da hinten auch? Danke sehr. Okay, meine Frage ist, wie sind Sie oder vielleicht auch andere Juden, die Sie kennen, mit denen Sie vielleicht gesprochen haben, also wie sind Sie eventuellen Anfeindungen in der Öffentlichkeit begegnet? Haben Sie versucht, mit den Leuten, die Sie angefeindet haben, zu sprechen, Sie von irgendwas zu überzeugen, oder haben Sie es einfach als alltäglich hingenommen? Ja, wie Sie mit persönlich mit Anfeindungen zurechtgekommen sind als Jüdin. Aber darauf haben Sie eigentlich schon eine Antwort gegeben, ja, wenn ich das sagen darf. Ja. Frau Habrecht hat eine Antwort gegeben. Ja, okay. Es war noch eine Wortmeldung eben. Ja, da ganz hinten, ja. Genau. Kann ich hier noch eine Frage eben? Nur zuhören. So. Kann ich leider nicht hören. Ich möchte eigentlich schon immer wissen, was war eigentlich, wenn Frauen ihre Menstruation hatten und die waren im Lager? Ich habe, wenn Frau. Eine Dame will wissen, ja, was passiert, wenn man eine Regelblutung hatte und als junge Frau, ja, dann keine Intimsphäre, ja, hatte. Ja. Wie hat man das ertragen? Das ist eine große Sauerei. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und da hat man sich halt geschützt, wie man konnte. Die großen deutschen Wissenschaftler, also aber sie sagt Deutsch, missverstehen Sie das nicht, sonst ist mir das zu viel, die haben ja irgendetwas erfunden, was man ins Essen tut, und dann kriegten wir keine Regeln mehr. Passierte es allerdings auch, und wie es auch ein bisschen in meinem Falle war, ich bekam auch keine Kinder. Aber jedenfalls, die Sache als solche war eine große Sauerei, aber wir haben ja so im Dreck gelebt, dass es kam dann auch schon nicht mehr drauf an. Nicht? Okay. Ich kann eigentlich sonst nichts dazu sagen. Ja. Sie wurden am Anfang vorgestellt mit dem Halbsatz, Sie sind 1924 geboren. So ist es. Ein bisschen Uncharmantes zu sagen. Und mir, also es ist mir ein dringendes Bedürfnis zu sagen, Sie mit über 90 hier, ja, so zu sehen, macht sehr viel Lust auf 90 Jahre. Wunderbar. Soll ich noch was sagen? Wie bitte? Soll ich noch was sagen? Keine Frage. Ja, okay. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Fragen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Habrecht. Schön, dass Sie gekommen sind, den weiten Weg aus Südfrankreich vorgestern
angeflogen. Ihr Mann Klaus Habrecht ist weiter nach Berlin geflogen. Die beiden sind ganz aktiv. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und schön, dass Sie da waren. Es ist schade, dass mir niemand eine böse Frage gestellt hat, damit ich dann Ihnen noch etwas hätte sagen können. Alle waren Sie nett. Okay.